Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und ich wollte euch zwar heute ein ganz kurzes Video zum Thema Transmogrien zeigen. Und zwar geht es da um die Artefaktwaffen. Und der eine oder andere hat vielleicht dasselbe Problem gehabt wie ich, dass er quasi seine richtige Artefaktwaffe nicht transmoggen konnte, beziehungsweise seine richtige Druid-Gestalt. Und bei mir war es zum Beispiel, ich wollte hier diesen schwarzen Bären haben und habe ihn nicht hinbekommen. Und jetzt habe ich letztens im Stream, hat mir jemand einen Tipp gegeben quasi. Und das möchte ich euch einfach kurz zeigen. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sagt, hey, ich habe dasselbe Problem. Mir werden hier quasi auch bloß vier Sachen angezeigt. Hier könnte ich diesen komischen braunen Bären transmoggen. Den will ich nicht. Ich will halt einfach den schwarzen haben. Und ja, der ganze Tipp ist eigentlich, also falls ihr es gar nicht wusstet, ihr könnt eure Waffen immer hier unten in dem Tab zu euren Artefaktwaffen transmoggen. Das ist das allererste, was ihr vielleicht wissen solltet. Ist aber offensichtlich, ich denke mal, das wusstet ihr alle. Was aber vielleicht der ein oder andere nicht wusste und ich auch nicht, wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr einen Rechtsklick machen und dann könnt ihr die ganzen anderen Formen auswählen. Ganz ehrlich, warum Blizzard das so behindert macht, ich habe keine Ahnung, ja? Warum konnten sie hier nicht einfach die kompletten Tabs machen? Und man hat das, aber nein, man muss das irgendwie so machen. Und hier könnt ihr dann quasi wieder die richtige Gestalt oder die richtige Waffe für euch auswählen und habt die dann. Leider habe ich auch noch keinen Tipp oder Hinweis für euch, ob es geht, dass man quasi beim Druid jetzt im Speziellen die richtige Gestalt auswählen kann, aber sagen kann, ich möchte jetzt nicht das als Waffentransmog haben, sondern eine andere Waffe. Das geht nämlich leider im Moment nicht. Also ich kann jetzt zwar den Bären so transmoggen, ne? Aber wenn ich jetzt aus der Gestalt rausgehe, dann habe ich zwar mein normales Transmog, aber habe natürlich auch diese Waffe. Und das habe ich bis jetzt nicht rausgefunden oder es ist einfach von Blizzard nicht vorgesehen, dass man quasi separates Gear und die Gestalt switchen kann. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich hätte doch ganz gern mein Transmog für den Char richtig und für die Gestalt einmal unabhängig voneinander. Geht leider meines Wissens nach im Moment nicht. Solltet ihr anderen Kenntnisstand haben, dann teilt es doch gerne mit der Community. Würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Und ja, das war's mit dem Video. Wirklich nur eine kurze Geschichte. Und ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.